allem, was war. Ich liebe dich. Hallo. Hey. Das Gericht hat die neue Beweislage anerkannt. Das heißt? Johann kommt frei? Ja. Werner, was soll das? Plötzlich war Kommissar Meiser wieder hier. Andrea hat ihn selbst herbestellt. Und jetzt? Er hat gestanden. Jetzt kommt eine Untersuchungshaft. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Es ist also wahr. André ist in den Mord verwickelt. Zumindest hat er Fiona Marquardt gedeckt. Wenn er nicht sogar selbst. Nicht. Charlotte. Noch nie bin ich von einem Mann so betrogen worden. Nicht einmal von dir. Dass Fiona Marquardt Papa getötet hat, lässt sich jetzt endlich durch ihre DNA-Spuren beweisen. Fragt sich jetzt nur noch, wie man André das Handwerk legen soll. Er denkt, er kann einfach so weitermachen, einfach so wie bisher. Als wäre nichts geschehen. Und in all dem Chaos lasse ich mich ausgerechnet von Gregor trösten. Es tat so gut, wie er mich in den Arm genommen hat. Wenn Jana Schneider nicht gekommen wäre, dann hätte ich ihn am liebsten nie mehr losgelassen. Zwischen Gregor und mir, da ist immer noch so was wahnsinnig Starkes. Auch wenn wir nicht mehr zusammen sind. Aber ich gehöre nun mal zu Simon. Wir werden heiraten. Wir werden glücklich sein. Charlotte? André hat gestanden. Vor der Polizei. Er hat doch gerade eben noch... Vielleicht erzählt er nur die halbe Wahrheit. Vielleicht ist er der wahre Mörder. Jedenfalls wurde er gerade abgeführt. Das sind ja gute Neuigkeiten. Entschuldige, für dich muss das furchtbar sein. Der Mord deines Vaters wurde endlich aufgeklärt. Natürlich darfst du dich darüber freuen. Ich kann es noch gar nicht fassen. Dass André seine gerechte Strafe bekommt, das ist ein Grund zum Feiern. Wie konnte ich mich nur so in ihm täuschen? Charlotte, er ist es nicht wert. Kann ich irgendwas für dich tun? Danke. Ich fahre erst mal ins Krankenhaus zu Elisabeth. Die allerbeste Nachricht ist schließlich, dass Johann bald freikommt. Liebste Charlotte, ich habe gelogen und betrogen und Schuld auf mich geladen. Die Lüge war mein Lebensprinzip.
Niemand hat sie besser beherrscht als ich. Darin war ich unschlagbar. Sogar noch in der Niederlage ein lausiger Aufschneider. Vielleicht hat meine schwierige Lebensgeschichte damit zu tun, aber das darf keine Ausrede sein. Doch eins ist ganz sicher keine Lüge. Ich liebe dich aufrichtig und von ganzem Herzen. So ein Schwachsinn. Das glaubst du doch selbst nicht. Deswegen habe ich meine Schuld eingestanden. Ich weiß, dass du mich jetzt hasst und ganz sicher nicht auf mich warten wirst. Aber irgendwo, ganz tief drin in meinem Herzen, da hoffe ich es doch. Ich werde dich immer lieben, Charlotte. Egal, was geschehen ist und noch geschehen wird. In Liebe, André. Das ist doch eine einzige Heuchelei. So war er schon als kleiner Hosenscheißer. Wer? Dein Vater. Immer kräftig Mist bauen und dann um Vergebung betteln. Warum? Was ist passiert? Hast du noch nichts mitbekommen? André ist gerade abgeführt worden. Also hat er der Polizei doch noch die Wahrheit gesagt? Jedenfalls eine Version davon, die ihn noch billig wegkommen lässt. Du glaubst, dass... Ich bin sicher, dass er und Fiona Marquardt den Diamanten klauen wollten. Und als Amias Vater dazukam, haben sie ihn gemeinsam umgebracht. Es wird schwer, das noch zu beweisen, denke ich. Ja. Und André wird nur so viel zugeben, wie er gerade muss. Er ist ein Verbrecher. Es ist gut, dass Sie ihn haben. Komm, setz dich erst mal mit, Junge. Genehmigst du Ihren Kleinen? Ist doch klar, dass sich das schwer mitnimmt. Nein. Nein. Es geht schon. Mein Gott, noch mal, du bist ein solches Schwein! Hallo. Ja, kommt rein. Zu Hause habe ich Ärger, weil der Kleine so viel schreit. Ach, die Nachbarn. Ein Baby kann man ja nun mal nicht abstellen wie ein Radio. Und da sind wir spazieren gegangen. Wollt ihr ein bisschen hierbleiben? Das wäre schön. Ein paar Minuten. Ja? Willst du ein Glas Wein? Gern. Knopkas Verhaftung hast du doch sicher schon gehört, oder? Im Hotel redet man ja von nichts anderem. Ich frage mich, wieso er sich gerade jetzt gestellt hat. Ja, weil er unter Druck stand. Wegen dem Geständnis der Marquardt vor ihrem Tod. Wegen deiner Erinnerung, die zurückgekommen ist. Ja. Danke. Ich bin so froh, dass das alles endlich aufgeklärt ist. Ich kann es dir nicht sagen. Auf dein Wohl. Auf deins. Und danke, dass du uns für den Moment Asyl gewährst. Hm. Er lag ja vor meiner Tür. Ich fühle mich ein bisschen verantwortlich. Wie hast du das bloß gemacht? Mit dir würde er wahrscheinlich durchschlafen. Ja, dann müsste er aber die ganze Nacht hier bleiben. Ich meine, ich hätte noch ein zweites Zimmer mitten im Bett, aber... Gregor, Vorsicht mit solchen Angeboten, sonst nehme ich es nämlich auf der Stelle an. Ach so, also, wenn du willst, ich werde es überleben. Im Ernst jetzt? Wir dürfen hier übernachten. Ach, du weißt gar nicht, was für einen großen Gefallen du mir damit tust. Kein Problem. Dann mache ich Leon mal ein Fläschchen, ja? Er hat bestimmt gleich wieder Hunger. Du hast den Brief nicht gelesen? Mit etwas mehr Abstand würde dich vielleicht interessieren. Ich habe ihn zerrissen.
Ich möchte mit diesem Lebensabschnitt abschließen. Je schneller, desto besser. In ein paar Wochen wirst du ihn vielleicht besuchen wollen. Warum sollte ich das tun? Um wirklich mit ihm abzuschließen. Wenn etwas wichtig war, dann muss man sich verabschieden. Auch wenn es weh tut. Es gibt jetzt nur zwei Dinge, die wichtig sind. Dass du schnell wieder gesund wirst und dass Johann bald freikommt. Du bist wirklich tapfer. Es gibt einen Grund, mich nicht zu beklagen. Was meinst du? Ich muss immerzu an unseren Streit denken vor deinem Unfall. Hätte ich dir nicht mein Auto verweigert, wärst du nicht mit der Marquardt gefahren und wärst jetzt gesund und munter. Als ich zu ihr ins Auto gestiegen bin, wird sich Gott schon was dabei gedacht haben. Dann soll er mir bitte mal erklären, warum meine Schwester, die keinem was getan hat, so leiden muss. Was meinst du? Wie lange wird es dauern, bis Johann entlassen wird? Ich weiß nicht, wie schnell das geht. Keine einzige Stunde dürfte er mehr im Gefängnis verbringen müssen. Du freust dich schon, ihn zu sehen, hm? Ja, schon. Jetzt komm schon her. Ich kann sowieso nicht schlafen. Ich frage mich die ganze Zeit, ob das stimmt, was mein Vater gesagt hat. Ob Fiona wirklich nur gedeckt hat oder ob er bei dem Mord mit dabei gewesen ist. So oder so ist er ein Verbrecher. Aber wenigstens hat er sich am Ende gestellt. Das einzig Gute, was er in letzter Zeit zustande gebracht hat. Jedenfalls abseits der Küche. Stimmt nicht. Er hat noch was anderes Gutes zustande gebracht. Nämlich dich. Er hat mich mein ganzes Leben belogen. Dass ich bis zum Schluss auf ihn reingefallen bin, das ist wirklich nicht zu fassen. Er hat doch noch alle anderen hinters Licht geführt. Charlotte zum Beispiel. Wer ist das denn jetzt noch so spät? Samia Gruber? Guten Abend, Frau Gruber. Hier ist Pachmeier. Herr Pachmeier? Noch zu so später Stunde. Was gibt's denn? Eine sehr gute Nachricht. Ich kann Ihnen nämlich mitteilen, dass der Johann morgen früh aus der Haft entlassen wird. Was? Wirklich? Das habe ich mir gedacht. Das ist schon mal ein Anruf wert. Auch zu so einer unchristlichen Zeit. Also hatte ich doch recht. Womit? Ich habe Licht gesehen und dachte mir, da sitzt sicher noch eine einsame Seele und hat zu tun. Steuererklärung. Mitten in der Nacht? Ja, es ist dringend, sonst steckt mir das Finanzamt aufs Dach. Und zu Hause wäre das nicht vielleicht gemütlicher? Ja, bestimmt. Darf ich Ihnen was zu trinken bringen? Mach ich gern. Okay, ein Wasser. Sonst wird's nichts mit der Steuererklärung. Was anderes hätte ich Ihnen noch gar nicht gebracht. Tarasch? Ja, Herr Pachmeier, was gibt's? Das ist ja fantastisch, wirklich? Ja, vielen Dank. Ihnen auch eine gute Nacht. Auf Wiederhören. Ha, Frau Strobel, mein Vater kommt morgen früh aus dem Gefängnis. Das ist ja Wahnsinn. Das ist nicht nur Wahnsinn, das ist fantastisch. Vergessen Sie das Wasser. Champagner. Ja, gern. Aber was ist mit Ihrer dringenden Steuererklärung? Ja, die kann warten. Ich habe eine Idee. Wir trinken jetzt Shampoos und dann kümmere ich mich um Ihre Steuererklärung. Sie? Ja. Sie haben es mir letztes Mal schon nicht geglaubt, dass ich es kann. Aber die Steuer, das mache ich mit links. Die habe ich jedes Jahr für meinen Vater gemacht. Ich wollte Ihnen da wirklich nicht auf den Schlips treten. Schon gut. Also, was ist jetzt? Wollen Sie es wirklich für mich machen? Na, logisch. Der Abend entwickelt sich prächtig. Erst kommt mein Vater aus dem Gefängnis und dann macht mir auch noch eine Expertin die Steuererklärung. Und Shampoos gibt's auch noch. Ja. Ist ja gut. Ist ja gut.
wunderschön. Darf ich bitten? That is all I'm taking with me. So goodbye, please. Das Essen wird kalt. Ich weiß. We both know I'm not what you need. Hast du keine Hunger? Doch. Aber nicht auf. Nein. Steht dir gut? Du machst das so süß. Aber jetzt löse ich dich mal wieder ab, ja? Es bringt eben nur nichts. Wahrscheinlich hat er die ersten Blähungen. Ich mach mal einen Fenteltee. Vielleicht hilft das ja was. Züchtet Büffel da oben und aus der Milch macht er seinen eigenen Mozzarella. Aber bitte wundern Sie sich nicht, wenn Sie kein Wort von dem verstehen, was er Ihnen erzählt. Alfons! Ja? Was ist das? Die Alarmanlage, wahrscheinlich ein Fehlalarm. Dann stellen Sie sie ab! Ich weiß nicht wie! Beenden Sie das! Sie hat heute Urlaub! Was? Frau Schneider hat heute einen Tag Urlaub. Deswegen müssen Sie ja nicht so brüllen. Das ist ja unerträglich. Diese Ruhe. Himmlisch. Frau Schneider! Herr Seifert, sind Sie das? Die Alarmanlage, irgendwas hat sie ausgelöst. Was denn? Das weiß ich doch nicht. Nur Sie kennen sich damit aus. Ja. Oder nicht. Kommen Sie her. Sofort, jetzt auf der Stelle. Bin schon unterwegs. Ich gehe jetzt mal zum Hauptschalter. Alfons, wissen Sie was? Gehen Sie mal zum Hauptschalter. Gute Idee, Herr Direktor. Tut mir leid, ich muss los. Und der Kleine? Was soll ich denn machen? Seifert steht kurz vorm Herzinfarkt. Du hast ihn noch gerade gehört. Das dauert doch sicher nicht lange. Ja, aber... Danke, Gregor. Moment, ich habe gleich Sprechstunde. Na super. Felix, Felix, dort, halt mal an. Ja, da, halt ja, mal an. Ja. Gemüse, Tomaten, frische Tomaten, mein Gott, habe ich das vermisst. Das Leben hat dich wieder. Wenn heute die Welt untergehen würde, ich würde sterben als glücklicher Mann. Das ist erst der Anfang, das Beste kommt doch noch. Meinst du Elisabeth? Ja. Komm, lass uns fahren. Sag mal, wo bringst du mich jetzt eigentlich hin? Zu dir, ins Haus. Nee. Felix, das kommt überhaupt nicht in Frage. Da gehe ich nicht hin. Aber das sind deine ganzen Sachen. Daran habe ich viel zu schlechte Erinnerungen. Es kommt nicht in Frage. Okay, dann kommst du mit zu mir. Was sagt deine Schwester dazu? Ach, Victoria, ist das schon okay. Felix, Felix. Ich habe mir so gewünscht, dass du sowas sagen würdest. Die ganze Zeit im Gefängnis habe ich mir vorgestellt, wie schön das wäre, mit meinem Buben ein bisschen Zeit zu verbringen. Komm her.
Elisabeth. Kannst du mich hören? Hallo. Morgen. Es geht mir leider nicht so gut. Ich habe schon gehört, dass du wieder mehr Schmerzmittel brauchst. Mm. Vielleicht habe ich ja etwas für dich, was deine Schmerzen lindern kann. Was meinst du? Johann ist frei. Felix holt ihn gerade ab. Wie schön. Dann sehe ich ihn ja bald. Vielleicht schon heute. Oh. Was ist? Hast du Schmerzen? Mm-mm. Es ist nur unser Wiedersehen. Hast du Angst davor? Ja, ein bisschen schon. Warum? Ich habe ihn so lange nicht gesehen. Johann war hier und hat dich durch seinen Gesang aus dem Koma geholt. Mhm. Aber davor haben wir uns im Unfrieden getrennt. Wir hatten die Hochzeit abgesagt und ich bin zurück nach Afrika. Das ist doch Schnee von gestern. Glaubst du? Was meinst du, warum du gerade durch seine Anwesenheit aus dem Koma erwacht bist? Hm? Weil Johann einen festen Platz ganz tief in deinem Herzen hat. Ja, das stimmt. Wenn keine Gäste an- oder abreisen, dann müssen sie sich auch ein bisschen um andere Dinge kümmern, zum Beispiel der Teppich. Der muss immer sauber sein. Und außerdem, wir reden später weiter. Johann, komm her, du Gauner. Lass dich anschauen. Gut schaust du aus. Ja, er ist ein hartes Land. Immer noch ein Kerl wie ein Baum. Jetzt wird alles wieder gut, oder? Das denke ich auch. Du, die erste Nacht in Freiheit. Die Fürstensuite steht gerade leer. Da kann ich bestimmt was machen, hä? Alfons, das ist unheimlich nett von dir, aber du weißt doch, mit Luxus habe ich nicht so viel am Hut. Ja, und Vater übernachtet erstmal bei mir. Und? Auch ein Ort, der gemischte Gefühle weckt. Hä? Ist nicht so einfach, diese Burg wieder zu betreten, aber da drin sind Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind. Hildegard, Samia und der Alfons. Und vergiss nicht, die dir das angetan haben. Die sind nimmer da. Komm. Guten Morgen. Guten Morgen, Samia. Mir ist das jetzt ein bisschen peinlich. Was denn? Jana muss sich darum kümmern, dass die Alarmanlage repariert wird. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie laut das hier war. Und ich habe gleich den ersten Patienten. Ich soll wieder auf den kleinen Leon aufpassen. Ich kann ihn unmöglich mit in die Praxis nehmen. Er soll sich ja nicht anstecken. Also nur für 3 Stunden. Ich weiß nicht, ob das Frau Schneider so recht wäre. Sie ist immer so eifersüchtig, wenn ich mit Leon unterwegs bin. Ich hätte ja Frau Sonnbichler gefragt, aber sie ist noch gar nicht da. Also Frau Schneider weiß gar nichts davon? Ach, Jana soll sich nicht so anstellen. Es ist nicht ihr Kind. Und es ist auch noch gar nicht sicher, ob sie Leon überhaupt behalten wird. Sie hofft's aber. Ja, und ich hoffe, dass sie sich die Mutter noch mal anders überlegt. Also für ihn wäre es auf jeden Fall am besten. Ja, klar. Komm rein. Super. Danke. Du weißt doch bestimmt auch schon, dass Herr Konopka, dass er verhaftet wurde. Ja. Das ist eine große Erleichterung, oder? Der Mord an Papa, der Verlust, der bleibt natürlich. Aber es tut schon gut zu wissen, dass der Täter zur Rechenschaft gezogen wird. Leon hat jetzt häufig Blähungen und er schreit dann sehr viel. Ja, damit wäre ich schon fertig. Ja, daran habe ich nicht den geringsten Zweifel. Also vielen Dank nochmal.
Ach ja, das sind deine Sachen, die habe ich aus dem Haus holen lassen. Danke. Keine Ursache. Das kommt mir alles vor wie aus einem anderen Leben. Na komm, so lange bist du noch auch wieder nicht weg gewesen. Fühlt sich aber so an. Vorschlag, du ziehst dir ein frisches Hemd an und dann besuchst du Elisabeth. Ja, das sollte ich vielleicht tun. Außer du willst nicht. Doch, natürlich. Aber? Danke. Weißt du, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, das gehört dazu. Ich komme hier vor wie bei unserer allerersten Verabredung. Vielleicht sollte ich ein paar Blumen kaufen. Blumen sind auf der Intensivstation leider nicht erlaubt. Ja, aber irgendwas muss ich doch mitbringen. Ich kann doch da nicht mit leeren Händen auftauchen. Vater, hör mal zu, mach dir keinen Kopf wegen deinem Mitbringsel. Mutter will dich sehen. Sie wartet auf dich. Ja. Vielleicht soll ich mich erst mal beruhigen. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Sag mal, wovor hast du Angst? Weißt du, Felix, ich habe im Gefängnis viel Zeit gehabt zum Nachdenken. Die Tage haben sich endlos gezogen und die Nächte waren noch viel schlimmer. Elisabeth ist die Liebe meines Lebens. Ich habe sie immer geliebt und ich werde sie immer lieben. Ach Gott, Papa, wie konnte ich nur so blöd sein, das alles wegzuwerfen? Du hast Angst, dass sie dir das übel nimmt. Angst, dass sie mich nicht mehr will. Du bist aber ein ganz süßer, hm? Ein ganz süßer Engel. Was hat André dazu bewegt, plötzlich doch noch aufzugeben? Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Was für ein schönes Bild. Das ist doch mal ein Ausblick auf die Zukunft. Was meinst du damit? Dass wir bald mit unserer Fußballmannschaft anfangen könnten. Du wärst bestimmt eine fantastische Mutter. Woher willst du denn das wissen? Naja, du dich um das Kind kümmerst. So liebevoll und siehst du mütterlich. Simon, ich wünsche mir auch Kinder. Unbedingt sogar. Aber später. Naja, ich meine, wir hatten wirklich nicht die besten Vorbilder. Unsere Eltern haben wir uns ziemlich viel Mist gebaut. Aber weißt du was? Ich glaube, dass wir gerade deswegen. Ja? Dass wir das alles viel, viel besser machen werden. Wenn wir erst eine kleine Familie haben. Das wäre schön. Und ich finde auch, wir sollten damit nicht mehr so lange warten. Die besten Nerven hat man, wenn man jung ist, um die kleinen Schreihälse zu ertragen. Ich bin mir sicher, dass sie noch was für dich empfindet. Ja, das bin ich auch, aber was? Dankbarkeit, weil sie in meiner Anwesenheit aus dem Koma erwacht ist? Oder Groll, weil damals die Hochzeit geplatzt ist oder ich mit Vera zusammen war? Ach, Vater, jetzt hör auf. Natürlich habt ihr noch was aufzuarbeiten. Und nach dem, was passiert ist, könnt ihr euch nicht einfach so in die Arme fallen. Aber was wirklich klar ist, Elisabeth würde sich sehr freuen, wenn du sie besuchst. Ja, aber was erwartet sie von mir, wenn sie mich sieht? Ja, Himmel, was weiß ich denn? Geh hin und find's raus. Oder noch besser, lass uns zusammen dahin fahren. Ich freue mich ja auch, wenn ich sie sehe. Das muss ich mir erst mal überlegen. Feigling. Ich kann das nicht so schnell. Feigling. Felix, vor ein paar Stunden habe ich noch auf Gefängnismauern gestarrt und jetzt stürzt plötzlich die ganze Vergangenheit auf mich ein. Das ist alles ein bisschen viel auf einmal. Okay. Dann warten wir einfach ab. Und dann sehen wir weiter. Danke. Die Schmerzen haben nachgelassen. Ja, siehst du, es geht bergauf.
Das heißt nur, dass sie mich mit den Medikamenten gut eingestellt haben. Mehr nicht. Ein bisschen mehr Optimismus stünde dir gar nicht schlecht zu Gesicht. Optimismus ist gefährlich. Man ist nicht vorbereitet auf negative Überraschungen. So wie du, lass das mit Johann in die Brüche gehen. Weißt du, ich habe auch gerade eine furchtbare Enttäuschung erlebt. Ich weiß. Aber man darf nie aufhören, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Das Leben geht weiter. Du bist die Stärkere von uns beiden. Das weißt du immer. Es ist doch nur vernünftig, die Dinge so zu sehen. Und weißt du, wieso? Vernünftig. Objektiv gesehen hat keiner von beiden recht. Weder der Optimist noch der Pessimist. Aber wer von den beiden hat wohl mehr vom Leben? Hm? Also, wenn du so weitermachst, heilen hier nicht nur meine Organe, sondern auch meine Seele. Ja, dann gehe ich überhaupt nicht mehr weg. Du hast doch bestimmt noch 1000 Dinge zu erledigen. Ach, das ist doch alles nicht so wichtig. Aber sobald Johann kommt, gehe ich aus dem Zimmer auf der Stelle. Ach, Elisabeth, ich habe mich immer gefragt, wieso ihr damals nicht geheiratet habt. Zwei Menschen, die so gut zueinander passen, und dann trennen sie sich. Tja, darf ich dich daran erinnern, dass es Johann war, der die kalten Füße bekommen hat. Er hat sich in Vera verliebt. Ich wollte die Trennung nie. Jetzt habt ihr eine neue Chance. Kannst du ihm verzeihen? Ich weiß nicht. Möchtest du ihm verzeihen? Ja. Du liebst ihn immer noch. Natürlich. Ich habe Johann immer geliebt. Herr Tarasch, Ihre Steuererklärung. Oh, da sind bestimmt noch offene Fragen. Hm? Nein, keine offenen Fragen. Die ist fertig. Sie müssen nur noch unterschreiben und ab zur Post damit. Was? Wie haben Sie das denn gemacht? Die Nacht durchgearbeitet? Ja, halb so wild. Wie professionell das aussieht. Das ist ja... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nein, schauen Sie doch erst mal. Sie wissen doch gar nicht, ob ich gute Arbeit geleistet habe. Daran habe ich nicht die geringsten Zweifel. Wissen Sie was? Als Dankeschön würde ich Sie gern zum Essen einladen. Wie sieht's aus mit heute Abend? Das müssen Sie nicht. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Außer Sie haben natürlich schon was anderes vor. Nein. Nein, ich habe Zeit. Gut. Dann bleib's dabei. Ja. Okay. Ich muss zu meiner Mutter ins Krankenhaus. Oh, sagen Sie ihr schöne Grüße, ja? Ja, das richtig aus. Und, oh, nochmal 1000 Dank dafür. Bis heute Abend. Ja. Ja. Johann, hab ich dich endlich gefunden? Hallo, Samia. Wie schön. Wie geht's dir? Gut, sehr gut. Ich genieße meine neue Freiheit. Auf der Terrasse sitzen, Kaffee trinken. Sowas weiß man erst zu schätzen, wenn man ein paar Monate im Knast saß. Komm, setz dich. Danke. Warst du schon bei Elisabeth? Nein, und ich glaube nicht, dass ich das heute schon schaffen kann. Wieso denn das? Weißt du, ich habe damals so viel falsch gemacht und Elisabeth wird mir nicht verzeihen. Frau Witzen das jetzt schon wissen. Wegen mir ist damals unsere Beziehung zerbrochen. Frauen vergessen sowas nicht. Ich glaube nicht, dass man vergessen muss, um zu verzeihen. Für wen machst du Babysitting? Netter Versuch, aber so leicht kommst du mir nicht davon. Nein? Nein. Jetzt komm, Johann, gib dir einen Ruck und geh ins Krankenhaus. Ich weiß nicht. Aber ich... So ein gestandenes Mannsbild wie du wird ja wohl noch mit der Frau reden können, mit der er einen Sohn hat. Oder? Ich habe Vater erst mal bei mir untergebracht. Er wollte nicht mehr zurück ins Haus. Warum hast du ihn nicht gleich mitgebracht? Will er mich nicht sehen? Nein, ganz im Gegenteil. Er kann es kaum erwarten. Dann wäre er jetzt hier. Mutter, er war monatelang im Gefängnis. Er ist ziemlich durch. Er will sie einfach mal richtig ausschlafen. Wahrscheinlich kann es noch gar nicht fassen, dass er seine Freiheit wieder hat. Ja, ich glaube, er freut sich über die einfachsten Dinge. Schade. Diese Freude hätte ich gerne mit ihm geteilt. Aber wahrscheinlich hat er die gleichen Zweifel wie ich. Glaubst du nicht auch? Ja, ein bisschen schon. Dabei habe ich so große Sehnsucht nach ihm. Aber er doch auch nach dir.
ist nur ein bisschen durcheinander. Wenn wir unserer Sehnsucht nicht nachgeben, sondern unseren Zweifeln... Dann wäre das das Dümmste, was ihr je getan habt. Teile machen mich noch fertig. Sonnenliegen, die man nur einmal antippt, die sich dann von alleine aufstellen. Damit könnte man sich eine goldene Nase verdienen. Mensch, Ben, hast du mir überhaupt zugehört? Ich habe heute Abend ein großes Abendessen mit Felix. Ja. Und? Wer und? Warum springst du da nicht jubelnd durch die Gegend und strahlst übers ganze Gesicht? Weil mir mein Lieblingskleid nicht mehr passt. Ich habe es gerade anprobiert, aber ich krieg's einfach nicht zu. Mensch, was soll ich denn jetzt machen? Du kannst auch nähen. Mach's ein bisschen weiter. Mensch, das schaffe ich nicht. Wieso? Du kannst doch aus einer Stradivari auch keinen Kontrabass machen. Dann kaufst du halt eine Nummer größer. Mensch, das gibt es nicht mehr zu kaufen. Meine Güte, dann zieh halt ein anderes an. Das geht ja nun gar nicht. Emma, wenn du ein bisschen weniger essen und ein bisschen mehr Sport machen würdest, dann wäre das Problem gar nicht erst vorhanden. Danke, sehr charmant von dir. Ist doch wahr. Ach Mensch, Ben. Wenn ich dieses Kleid heute Abend nicht anziehen kann, dann ist das die Krise meines Lebens. Ach. Okay. Du hast vielleicht die dünnere Figur als ich, aber dafür habe ich die geschickteren Hände. Alles klar. Wie, alles klar? Die beiden, wir haben doch jetzt Pause. Dann geht's ab. Wir ab. Ja. Wir starten die Operation. Emma muss ins Lieblingskleid. Alles klar? Und wie genau stellst du dir das vor? Das wirst du schon noch sehen. Gregor, wenn du jetzt Zeit hast, dann könnte ich den Kleinen jetzt schon vorbeibringen. Wir hatten sogar eine Menge Spaß miteinander. Er hat kaum geschrien, sein ganzes Fläschchen ausgetrunken, ein zufriedenes Bäuerchen gemacht. Und weißt du was? Wenn man mit einem Baby unterwegs ist, dann nehmen einen die Leute irgendwie anders wahr. Ja, ups. Okay, gut, ja, bis gleich. Tschüss, tschüss, ja. Also langsam frage ich mich. Was denn? Wieso Sie die ganze Zeit mit dem Baby in der Gegend rumlaufen? Haben Sie das irgendwie nötig? Dann gründen Sie Ihre eigene Familie. Nicht so unrhythmisch atmen. Du musst deinen Atem mit deinen Schritten synchronisieren. Was? Ja, 4 Schritte einatmen und 4 Schritte ausatmen. Und mach keine X-Beine. Ich hab doch keine X-Beine. Ja, du hast vielleicht die geschickteren Hände, aber die flinkeren Füße habt ihr wohl immer noch nicht. Hm? Und zwischendurch mal ein paar Liegestützen. Rücken gerade, Brett und dann 1, 2. Eins, Ben, zwei, ich will doch keine Muskeln aufbauen, ich will abnehmen. Und das schaffe ich bis heute Abend wahrscheinlich eh nicht. Also du bist nie um eine Ausrede verlegen, was? Aber keine Angst, so schnell baut man keine Muskeln auf. Erstmal geht's nur um die reine Fettverbrennung. Hey. Auf, hopp, komm. Ich verstehe das alles nicht. Jetzt habe ich so lange mit diesem Mann zusammengearbeitet. Tja. Verbrecher tragen leider kein Schild auf der Stirn. Mit der Marquardt, ja. Also die war mir von Anfang an unsympathisch. Aber André? Irgendwie mochte ich den. Der konnte so charmant sein. Ja, das kann ich mir vorstellen. Fällt auch immer wieder auf dieselben Sachen rein. Aber Gott sei Dank, das ist ja jetzt alles vorbei und aufgeklärt. Ja, und Johann ist endlich frei. Ich wünsche dir so sehr, dass es mit euch beiden wieder gut wird. Oh ja, das wünsche ich mir auch. Obwohl ich noch gar nicht weiß, wie es sein wird, Johann wieder zu begegnen. Als ich aus dem Koma aufgewacht bin, da wurde er gleich wieder abgeführt. Ja, ihr passt doch so gut zusammen. Das habe ich immer schon so gesehen. Findest du? Ja, mit Vera damals, das war ja nur wirklich ganz was anderes. Johann und Vera, oh Bote. So lang waren sie dann doch nicht zusammen. Ja,
Wie ist es zwischen beiden eigentlich zu Ende gegangen? Also, wer hat da wen verlassen? Wollen wir jetzt wirklich in den alten Töpfen rumrühren? Wir sind doch schon mittendrin. Also, das Problem ging schon los, als Joscha Obote plötzlich am Fürstenhof aufkreuzte. Mit dem sie immer noch verheiratet war? Ja. Und was wollte er? Erzähl schon. Ich muss wissen, warum Johann und Vera sich getrennt haben. Sogar die Rosen hat er für seine Zwecke missbraucht. Charlotte, es kommen bestimmt bald wieder bessere Tage. Wenn du fertig bist mit deinen schlauen Sprüchen, dann sag mir Bescheid. Ich will dir doch nur zeigen, dass ich für dich da bin, wenn du mich brauchst. Mit deinem falschen Mitgefühl. Was kommt als nächstes? Jammerst du mir vor, wie übel Frau Heidenberg dir damals mitgespielt hat? Dass du deshalb nachvollziehen kannst, wie es mir jetzt geht. Aber nein. Spar dir doch dein falsches Mitgefühl. Charlotte, ich kann ja deine Wut verstehen, aber ich bin der falsche Adressat. Du denkst und drehst weg. Jetzt ist der Weg für dich wieder frei, ja? Aber da hast du dich kräftig getäuscht. Ich will mit euch Konopkas nichts mehr zu tun haben. Au. Oh, die armen Hände. Die Pankratz. Ein kleiner Tipp. Mit Handschuhen lassen sich weitere Blutbäder vermeiden. Lass mich in Ruhe, geh einfach weg. Charlotte. Hör auf, mich wie ein Aasgeier zu umkreisen. Ich ertrag das nicht. Ganz ruhig. Ich bin ruhig. Emma kommt vielleicht ein kleines bisschen später als vereinbart, aber sie kommt. So viel ist sicher. Sie wissen ja, wie das ist. Bitte? Na, mit den Frauen. Ach so, ja. Kein Mann weiß wirklich, wie das mit den Frauen so ist. Oh ja. Ja, aber wenn eine Frau ausgehen will, dann weiß man schon, wie das abläuft. Oh, ich sehe, Sie haben intime Kenntnisse. Weinen Sie mich ein? Naja, wenn eine Frau abends ein Date hat und sie schon am Nachmittag im Bad verschwindet. Worauf kann man sich dann verlassen? Na, dass sie erst nach ein paar Stunden wieder herauskommt. Glauben Sie, Frau Strobel ist noch unter der Dusche und kommt erst in ein paar Stunden? Nein. Die ist im Personalraum, zieht sich nur noch schnell um. Aber so ein Kleid anziehen, das kann ja auch ein bisschen dauern. Ja. Sagen Sie, glauben Sie, dass Frau Strobel diesem kleinen Treffen ein bisschen zu viel Bedeutung beimisst? Es soll wirklich nur ein kleines Abendessen sein. Klein, groß. Das ist doch alles nur eine Frage der Interpretation. Es fehlt doch nur noch ein kleines bisschen. Ein klitzekleines bisschen. Da! Emma, ausatmen. Dann bist du dünner. Frau Strobel. Frau Strobel? Elisabeth. Hallo, Johann. Darf ich reinkommen? Natürlich. Da bin ich.
Setz dich doch. Schön, dass du kommst. Ich möchte gleich am Anfang das loswerden. Es tut mir wahnsinnig leid, was damals passiert ist. Ich weiß, ich kann es nicht mehr rückgängig machen, aber ich werde versuchen, diesmal alles besser zu machen. Was willst du besser machen? Wenn du wieder gesund bist, dann holen wir alles nach. Was meinst du? Die Hochzeit? Es ist noch gar nicht lange her, da wolltest du eine andere Frau heiraten. Ich bin jetzt nicht gekommen, um mit dir über Vera zu reden. Elisabeth, jetzt geht es um dich, um uns. Ich liebe dich und ich habe dich immer geliebt und ich werde dich immer lieben. Wenn Vera dich nicht verlassen hätte, dann wärst du immer noch mit ihr zusammen. Ja, aber ich... Meine Antwort lautet nein. Ich möchte nicht die zweite Wahl sein. So wie du dich gerade aufführst, scheint der Apfel wohl doch nicht so weit vom Stamm zu fallen. So, dann bekehrst du das Kind. Das gehört einer jungen Polin. Die ist nur ein paar Tage jetzt nach Hause gefahren. Eine Polin? So ein bisschen, sie verheimlicht mir was. Ich glaube, wir sollten Dr. Bergmeister anrufen. Sag mal, spinnst du? Was denn? Ich hab dich gerettet. Guck nicht so blöd. Ich hab ein dickes Fell. Wer liebt, der kann auch verzeihen. Ich finde aber trotzdem, dass du viel zu blauäugig an die ganze Sache rangehst. Samir, tust du mir gefallen? Bitte, halt dich einfach ein für alle Mal aus meinem Leben raus, ja? Das Gleiche erwartest du von mir ja auch.